Bestimmt hast du schon mal gehört, dass du, um schnell und gut durch Kurven zu kommen, am besten schon vor der Kurve bremst, um die richtige Geschwindigkeit für die Kurve festzulegen und dann im Prinzip nur noch durch die Kurve durchrollst, um maximalen Grip zu haben und maximalen Kurvenausgangsspeed zu haben und den mitzunehmen auf die nachfolgende Gerade. Das Problem an der Sache ist, während das bei einigen Kurven hervorragend funktioniert, passiert mir bei anderen Kurven, wenn ich das hier probiere, ganz häufig sowas in der Art. Ja, genau. Lass mich das erklären. Die Sache mit dem Bremsen vor der Kurve, die funktioniert in vielen Kurventypen super gut. Zum Beispiel so leichten Knicks, leichte 90-Grad-Kurven, die vielleicht keinen ganz so engen Radius haben. Sie funktioniert für mich vor allem nicht so richtig gut, wenn es darum geht, um abfallende Kurven zu fahren. Also Kurven, die einen Höhenunterschied mit drin haben. Denn bei denen ist es ja so, dass man automatisch durch den Höhenunterschied einfach Speed gewinnt in der Kurve. Und das ist das, wo es zu diesen besagten Problemen kommt. Also wir fahren hier durch den Bremsen, rollen durch. Okay, Bremsen, rollen durch. Bremsen, rollen durch. Bremsen, rollen. Ich habe es jetzt tatsächlich so gemacht, wie empfohlen. Ich habe vor der Kurve gebremst und ich wollte halt nicht super langsam werden und bin dann aber in der Kurve zu schnell geworden, sodass ich es nicht mehr halten konnte. Ne? War einfach zu schnell. Technik hat nicht ausgereicht und am Ende hat es dafür gesorgt, dass mir beide Räder weggerutscht sind. Und das wollen wir natürlich nicht. Und ich muss zugeben, ich bin kein Physiker und ich habe tatsächlich in der Schule auch nicht wirklich gut aufgepasst, als es genau um diese Themen ging. Aber laut meinem Verständnis ist es so, dass ein Reifen entweder in der Lage ist, Längstraktion aufzubauen oder eben Seitenhalt in der Kurve aufzubauen. Und dann, wenn wir beides miteinander kombinieren, scheint es so zu sein, zumindest nach meinem Verständnis, dass beide Faktoren darunter leiden. Also sowohl die Traktion in Längsrichtung als auch der Grip in der Kurve. Und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. Von daher macht die Idee dahinter, diese beiden Phasen zu trennen, auf jeden Fall Sinn. Warum mir aber dieses Missgeschick passiert ist, erklärt sich aus folgendem Sachverhalt. Ich bin auf keinen Fall irgendwie ein Mountainbike-Profi und irgendwie so ein Durchschnittsfahrer. Und das bedeutet, ich habe zwar eine ganz gute Fahrtechnik, glaube ich, aber eben jetzt nicht die beste Fahrtechnik und auch nicht die meiste Kraft. Und was oft passiert ist, dass wenn ich durch die Kurve durchfahre, mir das Talent, der Skill oder eben auch das mentale Thema ausgeht, dass ich denke, ich packe das nicht mehr und dann kommt es eben zu solchen Zwischenfällen. Weil ich einfach zu schnell durch die Kurve werde, wenn die Kurve so ein bisschen abfällt. Auf der anderen Seite, wenn ich das probiere, passiert es mir oft, dass ich einfach schon vor der Kurve sehr bremse, dann viel zu langsam in die Kurve reinfahre, in der Hoffnung, eben am Ende den richtigen Speed zu haben. Was natürlich auch keinen Spaß macht. Und dann gibt es noch die Fälle, in denen ich merke, dass überhaupt nichts funktioniert hat und ich mitten in der Kurve bremse. Und weil ich dann extrem viel langsamer werden muss, packe ich beide Bremsen an, was wieder dafür sorgt, dass der Grip geringer wird, ich das Rad aufstellen muss, ich bremsen muss, anhalte und das im Prinzip ein ganzes Gehacke ist. Und genau das gilt es ja zu vermeiden. Und da sind mir in letzter Zeit 2, 3 Artikel und Videos über den Weg gelaufen, die dem Abhilfe schaffen können. Und genau das möchte ich euch heute mitgeben und vor allem möchten wir es auch gemeinsam ausprobieren. Wo wir den meisten Grip benötigen in der Kurve, ist am Vorderrad. Denn das Vorderrad gibt die Richtung vor, in die wir fahren und ist im Prinzip auch das einzige Element, das tatsächlich dafür sorgt, dass wir die Richtung ändern können. Es hilft nichts, das Rad in die Kurve zu legen, es hilft nichts, das Körpergewicht zu verneigen, es hilft nichts, sich dahin zu drehen, solange wir das Vorderrad nicht in die Richtung zeigen lassen, in die wir gerne fahren möchten, fahren wir nicht um die Kurve. Und das bedeutet, dass wir genau da den meisten Grip brauchen. Am Hinterrad brauchen wir weniger Grip. Und genau da kommt eben die Technik ins Spiel, die ich euch heute vorstellen möchte. So, da ich die Flieger, glaube ich, heute nicht loswerde, probieren wir es einfach mal so. Also, worum geht's? Es geht darum, zwar immer noch vor der Kurve zu bremsen, aber dann, da ich persönlich und du wahrscheinlich auch nie die perfekte Geschwindigkeit für den Eingang der Kurve erwischen werden, um wirklich da nochmal sauber rauszukommen, eine Bremse zu nutzen, um die Geschwindigkeit in der Kurve zu modulieren. Und wir wollen ja tatsächlich mit maximalem Speed aus der Kurve rauskommen. Und das wiederum bedeutet, dass wir am Kurvenausgang den maximalen Grip haben wollen, weil wir da am schnellsten sind. Da sollten wir möglichst gar keine Bremse benutzen. Was wir aber machen können, ist vor der Kurve bremsen und am Kurveneingang bis fast zur Kurvenmitte mit der Hinterradbremse unsere Geschwindigkeit modulieren, um dann im Prinzip den Rest aus der Kurve wieder rauszuholen. Also, wir bremsen die Kurve normal an. Stopp, bremsen. Nehmen die Hinterradbremse, brauchen wir jetzt hier noch nicht. Anbremsen, Hinterradbremse zu modulieren. Ja. Anbremsen, Hinterradbremse jetzt loslassen. Anbremsen, Hinterradbremse jetzt loslassen. Ja. Oh. Ja. Bremsen, Hinterradbremse loslassen. Das geht super.
bremsen, Hinterradbremsen, loslassen, bremsen, Hinterradbremsen, loslassen. Yeah. Wow. Also ich muss sagen, das war jetzt von allen Möglichkeiten bisher die absolut beste. Ich konnte schneller fahren, ich hatte keine Angst zu crashen, weil ich genug Grip hatte immer auf dem Vorderrad. Und konnte im Prinzip dann den Moment gut bestimmen, weil ich in der ersten Hälfte der Kurve die Geschwindigkeit noch so modulieren konnte, dass ich relativ sicher war, dass ich die richtige Geschwindigkeit für meine Skills für den Kurven-Exit hatte. Und das hat dafür gesorgt, dass ich schneller aus den Kurven rausgekommen bin, mehr Kontrolle in den Kurven hatte. Und das ist für mich die Technik, die ich schon eine Zeit lang benutze und die für mich absolut perfekt funktioniert. Okay, Zeit für ein kleines Fazit, jetzt wo ich es ein paar Mal ausprobiert habe. Punkt Nummer eins, es ist unglaublich, wie viel mehr Grip man in Kurven hat, wenn man nicht gleichzeitig bremst. Die Reifen beißen viel besser und man kommt viel schneller durch die Kurve, wenn man eben keine Bremse zieht. Die Tatsache, dass wenn ich in der ersten Hälfte der Kurve die Hinterradbremse noch zu modulieren nutze, funktioniert hervorragend. Immer dann, wenn ich trotzdem noch zu schnell bin und im zweiten Teil der Kurve noch bremsen muss, dann merkt man einfach deutlich, wie weniger gut das Ganze grippt. Und wenn ich nicht bremsen muss im zweiten Teil der Kurve, merke ich einfach, wie furchtbar gut das funktioniert. Also für mich bleibt das Fazit, ich werde das in mein Repertoire aufnehmen, werde versuchen, das zu üben. Tatsächlich eben vor der Kurve bremsen, in der Kurve mit der Hinterradbremse modulieren, dann loslassen und aus der Kurve rausrollen, weil das hat für mich zumindest mit dem Skill-Level, den ich habe, hervorragend funktioniert. Wenn du es gerne mal ausprobieren möchtest, mach es einfach, hab im Hinterkopf, ich bin kein Fahrtechniker, kein Physiker, probier es einfach mal langsam aus und guck, ob es dir auch taugt. Und wenn du jetzt wissen willst, wie ich das Kurvenfahren überhaupt gelernt habe, dann schau dir dieses Video an. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal.